Sich vor. Liebe Genossinnen und Genossen, ich würde uns erstmal bitten, dass wir nochmal durchatmen, bevor wir auch dann darüber abstimmen. Weil was ich zurückweisen möchte, ist das, was du gemacht hast, Margitta, nämlich den Antragstellerinnen zu unterstellen, sie hätten Misstrauen gegenüber den Abgeordneten oder gegenüber den Genossinnen und Genossen. Das ist falsch. Das, was wir hier machen, ist eigentlich nichts Besonderes. Das macht die CDU genauso, das macht die SPD genauso, genauso wie die Grünen und genauso wie die FDP. Sie diskutieren darüber, was sie für Erwartungen an ihre Abgeordneten haben. Das machen alle Parteien, die Menschen in Parlamente entsenden. Nur was der Unterschied ist, wir machen es nicht in Hinterzimmern. Wir diskutieren diese Anforderungen auf einem Parteitag öffentlich. Wir beschließen sie. Jeder kann sie einsehen. Ich bin dagegen, dass wir, wie die anderen Parteien, das in Hinterzimmern diskutieren oder in irgendwelchen Gremien, die keiner weiß, was da besprochen wird. Wir formulieren offen unsere Erwartungen an die Abgeordneten und an die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. Ich finde das richtig, dass wir diesen Beschluss hier herbeiführen wollen. Und ein Satz noch zum Schluss, weil es hier immer nur darum geht, was wir sozusagen für Erwartungen an unsere Kandidatinnen und Kandidaten haben. Liebe Genossinnen und Genossen, es steht in diesem Antrag auch drin, was die Partei unseren Kandidatinnen und Kandidaten anbietet. Ich glaube, das ist auch ein Qualitätsmerkmal zu sagen, wir als Partei unterstützen euch als Kandidatinnen und Kandidaten mit bestimmten Dingen, die alle in diesem Antrag drinstehen. Das ist auch ein Anspruch, den Kandidatinnen haben, sagen, liebe Partei, nun gib mir diese Fortbildung oder nun gib mir dies und das. Ich finde das richtig, dass es ein Geben und Nehmen ist und deswegen bitte ich euch, diesem Antrag zuzustimmen. Danke.